So Leute, moin, willkommen zu einem neuen nicht Forza Horizon 5 Video. Wir sind gerade in Seekomodafest unterwegs. Nee, Spaß. Wir fahren jetzt ein Ründchen nach Düsseldorf. Ne? Dauert ein paar Stündchen, deswegen dachte ich, kann man ja nebenbei aus dem Auto aufnehmen. Ne? Dann muss ich das nicht, mitten in der Nacht dann zu Hause machen. Und ja, also geile Geschichte. Also erstmal nochmal Danke an alle, die hier zum Geburtstag gratuliert haben. Ne? Kuss. Folgt bei Instagram, Junge. Beste Leben. Ich habe euch extra ein paar Stories gemacht. Wer die verpasst hat, ich habe euch auch ein Story-Highlight gemacht. Da kann man die dann immer angucken. Ein kurzes Reel habe ich auch daraus geschnitten. So, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, ja genau, wegen Discord. Ja, dann war ich nach meinem Geburtstag noch ein bisschen im Discord drin. Und dann dachte ich so, Digga, irgendwas stimmt hier nicht. Schalt doch mal hoch, Junge. Neunter Gang, so ein Ding. Und da dachte ich, Junge, irgendwas stimmt doch hier nicht. Da waren irgendwie über 1000 Leute weniger. Oder so knapp 1000 Leute waren da weniger im Discord. Und dann dachte ich mir so, hä? Was ist jetzt passiert? Ne? Das haben doch nicht irgendwie innerhalb von einem Tag 1000 Leute so den Server verlassen. Das kann gar nicht sein. Ja, also ich habe da heute nochmal genau geguckt. Innerhalb von einer Stunde so sind über 1000 Accounts, so irgendwas zwischen 1000, 1500 Accounts haben den Server verlassen. Ja, keine Ahnung, was mit euch los ist, Leute, aber anscheinend seid ihr so inaktiv auf Discord, Digga, schämt euch einfach, dass Discord einfach euren Account gelöscht hat oder so. Also, keine Ahnung, wer das von euch mitgekriegt hat, aber früher war es ja im Discord zum Beispiel so, jeder hätte sich einfach Zocker nennen können, ne? Du heißt einfach Zocker und dann am Ende hast du... Warum schaltet der jetzt automatisch runter? Das ist doof oder was? Wir chillen jetzt hier, Junge. Da konnte man sich einfach Zocker nennen und jeder hat einfach eine andere Hashtag-Nummer hinter dem Namen gehabt. Ne? Also es gab nicht nur Zocker oder so, sondern jeder Name war mit irgendeiner Hashtag-Nummer dahinter. Nach 2 Kilometern rechts fahren. Okay, gehen wir schon mal rechts rüber hier. So, und ja, deswegen konnte man unendlich viele Accounts mit dem gleichen Namen machen, weil jeder einfach eine andere Hashtag-Nummer dahinter hatte. Und ja, Discord hat sich dann jetzt, wann war das? Das war, glaube ich, erst letztes Jahr. Bitte rechts fahren. Das war, glaube ich, erst letztes Jahr oder so. Da hat Discord entschieden, die machen das jetzt so wie bei, ja, kann man sagen, so, ja, wie es eigentlich wie bei allen anderen Plattformen auch, bei Instagram oder so. Da kann man ja einen Namen nur einmal vergeben. Wenn einer schon Zocker heißt, dann kannst du dich nicht auch Zocker nennen. So, weißt du, was ich meine? Das hat Discord geändert, das heißt, diese Hashtag-Zahlen dahinter sind weggefallen. Und dann wurde man eigentlich hat jeder von euch eine E-Mail bekommen und da stand auch im Discord, ey, bitte änder deinen Namen. Jetzt rechts fahren. Mach ich. Bitte änder deinen Namen, ne? Und ja, dann wäre das Thema erledigt gewesen. Und anscheinend hat Discord, jetzt schaltet der schon wieder runter, was ist denn der... Bruder. Bitte rechts fahren. Jetzt rechts fahren. Okay. Nach 500 Metern links fahren. Was ist hier los, Junge? So, bitte links fahren. Okay. Auf die... Hier ist eine Rechtskurve. Ich kann nicht links fahren. Digga. Jetzt links fahren. Nee, geht immer noch nicht. Ja, auf jeden Fall wurde jeder dazu aufgefordert, seinen Benutzernamen zu ändern. Und ich, soweit ich weiß, musste man es auch ändern, sonst konnte man gar nicht mehr im Discord interagieren, aber weiß ich mehr genau, keine Ahnung. Aber jedenfalls, alle Leute, die das nicht gemacht haben, und davon waren anscheinend über 1000 in meinem Discord drin, alle Leute, die das nicht gemacht haben, deren Accounts wurden jetzt anscheinend irgendwie gelöscht. Oder deaktiviert zumindest. Das ist ja das Ding jetzt. Ich weiß nicht, also kann sein, dass ihr jetzt mal in eure E-Mails gucken könnt oder euch einfach mal bei eurem Discord-Account anmelden könnt. Und dass ihr das dann wieder reaktivieren könnt, das Konto. Auf jeden Fall seid ihr in keinem Discord mehr drin, wenn das bei euch der Fall ist. Ja, und auch nicht mehr in meinen, das ist ziemlich dämlich. Ja, keine Ahnung, richtig geil. Also ich weiß nicht, ob die Accounts jetzt wirklich dauerhaft gelöscht worden sind oder ob man die einfach, oder ob die nur so deaktiviert wurden und ob die alle Server verlassen haben und ob ihr die dann wieder reaktivieren könnt. Ja, müsst ihr mal schauen, Leute. Also auf jeden Fall kann sein, dass euer Discord-Account jetzt komplett gelöscht wurde. Wenn ja, macht euch einfach einen neuen, könnt ihr wieder reinkommen. Der Discord-Link ist ja auch in der Videobeschreibung ganz oben drin, ne? Ist das hell hier, Alter? So. Ist auf jeden Fall eine ziemlich komische Aktion.
Hab nochmal einen Kollegen gefragt, der meinte auch, Discord löscht anscheinend auch Accounts, die viel zu lange inaktiv gewesen sind. Keine Ahnung. Aber die meisten von den Accounts, so 99% oder so, das waren alles, da nach sieht man zwei auch. Kilometern links fahren. Schon wieder links, okay. Da sieht man auch hinter dem Namen überall diese Hashtag-Nummer noch. Und deswegen, ja, Leute, müsst ihr mal Discord gucken, Junge, was ist da los? Wenn ihr Discord am PC nicht benutzt, weil ihr keinen PC habt oder so, dann ladet euch doch mal die App auf dem Handy runter. Ich benutze auch eigentlich immer die App, ist auch beste Leben. Also ja klar, wenn ich am PC bitte sitze, dann nicht. Links fahren, ne? Und der A52 in Richtung Düsseldorf folgen. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich dämlich, voll dumm, dass jetzt einfach alle Accounts anscheinend gelöscht wurden. Aber ich glaube eher, wenn man sich jetzt nochmal einloggt oder so, dass dann Discord sagt, Junge, was macht der da? Der quetscht sich einfach da rein, Junge, schnell weg hier. Jetzt ist schon frei, beste Leben. Jetzt wo 100 ist es frei, perfekt. Ja, Leute, auf jeden Fall, loggt euch in Discord ein, ja, entweder mit der App oder am PC oder was, und dann guckt mal, was da los ist, Junge. Dann müsst ihr wahrscheinlich euer Name einmal ändern, aber wenn euer Account weg ist, dann müsst ihr euch anscheinend einen neuen machen, ne? Ich wollte nur mal Bescheid sagen. Das heißt, ihr seid nicht mehr im Discord drin, also loggt euch ein oder macht einen neuen Account und dann kommt mal wieder rein da, Junge. Kann ja nicht sein, Alter, auf einen Schlag, Digga, ich war voll traurig, Digga. Guck da rein, denk mir so, hä? Gestern waren das noch, keine Ahnung, 19.000 Leute oder so. Auf einmal steht da irgendwie 17.800 oder sowas. Dachte ich mir auch nur so, was ist denn jetzt nicht in Ordnung hier, ne? Hast Geburtstag, Digga, und mein Geburtstagsgeschenk ist alle am Server verlassen. Perfekt. Guckt ansonsten mal bei Instagram vorbei, weil ich fahre ja heute nicht umsonst nach Düsseldorf hier, ne? Wenn wir was Nices kaufen hier, hoffentlich, wenn es da, also ja, muss eigentlich da sein. Eigentlich nur abholen. Könnt ihr gerne bei Instagram gucken. Das Video hier heute, also ich sag euch mal, was ist denn heute für ein Tag hier? Heute ist der 18. Leute, heute ist der 18. Welchen Monat haben wir? Mai. Ne? Das Video müsste eigentlich auch dann heute kommen. Ne? Das Video müsste eigentlich auch heute kommen. Also wenn ihr heute noch bei Instagram folgt, dann kannst du die Story auf jeden Fall noch gucken. So Leute, ich habe keine Ahnung, ich wollte bestimmt wollte ich noch irgendwas sagen, aber ich habe es wieder vergessen. Wenn nicht, dann nehme ich es dann links fahren. Später nochmal auf oder so. Also ich wünsche euch was, man sieht sich, folgt bei Instagram, guckt im Discord und dann macht's gut, haut rein, euer Zocker, ciao, ciao. So, zeig mal die Einfahrt hier von dem Parkhaus, kann man das sehen? Ja. Guck mal rechts, Urus, Lamborghini Urus, Junge. Beste Leben. Willkommen im schlimmsten Parkhaus auf der ganzen Welt. Ich weiß nicht, Alter, das ist so ein Herpes. Ich hasse es einfach, ey. Ich hasse es. Ja, und jetzt muss ich hier über den Bürgersteig in den kleinen Puff da unten rein. Guck dir mal diese Einfahrt an. Oh. Achte mal, Alter, habt ihr gesehen, wie steil bergab das geht? Guck mal, ich könnte jetzt schon vorne aufsetzen, ne? Oh, ich hasse das. Ich könnte jetzt aufsetzen. Oh, nee, okay, Glück gehabt. Boah, ich hasse es hier, ne? Also, wenn du es schaffst, deine Felgen hier nicht kaputt zu machen, dann bist du ein guter Autofahrer auf jeden Fall. Oh, ich komme da noch nicht mal dran. Oh.